Birne und die Räuber. Birne schwingt über der Stadt hin und her. Um die Kirchturmspitze, an der rote Warnlampen blinken, macht sie eine scharfe Kurve. Die rote Blinkanlage warnt die Flugzeuge, auf Höhe zu bleiben, sonst stoßen sie gegen den Fernsehturm. Birne fliegt zum Stadtrand, wo die Straßen nicht mehr beleuchtet sind. Dort gibt es auch keine Hochhäuser mehr, keine Geschäfte, nur noch Einfamilienhäuser, die in Gärten stehen. Birne landet in einem Apfelbaum und schaukelt auf einem Zweig. Ein Vogel, der in der Nähe sitzt, sagt, er habe Hunger, könne aber bei Nacht keine Würmer mehr finden. Ich esse keine Würmer, ich esse nur elektrischen Strom. Donnerwetter, sagt der Vogel, so weit möchte ich es auch einmal bringen. Ganz einfach, man geht zur nächsten Steckdose und trinkt sein Essen heraus. Batteriestrom schmeckt übrigens noch besser, er ist nicht so scharf. Im Garten liegt eine Batterie, sagt der Vogel, soll ich sie dir zeigen? Nicht nötig, ich bin satt. Zu Hause bekomme ich so viel Strom, wie ich will. Achtung, da knackt was, flüstert der Vogel nach einer Weile. Hörst du es? Ja, im Garten. Beide beobachten, wie zwei Gestalten durch den Garten gehen. Ab und zu lassen sie eine Taschenlampe aufblitzen, damit sie wissen, wo sie sind. Als sie beim Haus ankommen, hört man ein Fenster klirren. Dann steigen die beiden Gestalten in das Haus ein. Du lieber Himmel, sagt der Vogel, das sind Räuber. Los, hinterher, wir vertreiben sie. Ich bleibe lieber hier, sagt der Vogel. Er macht sich klein und hüpft tiefer in die Blätter des Zweiges hinein. Vor Angst zittert er, dass die Blätter rascheln. Birne saust zum Haus und durch das Loch im Fenster, das die Räuber geschlagen haben. Sie bleibt, wie es nur mit Hubschrauberflügeln möglich ist, in der Luft stehen und horcht. Aus dem Zimmer nebenan sind Geräusche zu hören. Sofort fliegt sie durch die Tür. Tatsächlich, die Räuber versuchen, einen Geldschrank zu öffnen, der in die Wand eingebaut ist. Sie haben einen Schneidbrenner und Gasflaschen dabei. Ein Räuber, der eine dunkle Brille trägt, damit ihn die helle Flamme nicht blendet, bringt den Stahl um das Schloss herum zum Schmelzen. Der andere Räuber stößt immer wieder mit einem Meißel in die weichen Rillen, die der Schneidbrenner in die Stahlwand frisst. Sobald das Schloss herausfällt, lässt sich der Tresor öffnen und die Räuber können stehlen, was sie wollen. Birne dreht an den beiden Gasflaschen die Ventile zu. Aus dem Schneidbrenner schlagen keine Flammen mehr. »Dreh das Gas auf«, sagt der eine Räuber. »Ich habe das Gas nicht abgedreht«, sagt der andere Räuber. »Doch, das hast du. Habe ich nicht. Du lügst.« Der eine dreht die Ventile wieder auf, aber Birne dreht die Ventile wieder zu. Die Räuber sehen Birne nicht, sie steigt sofort wieder unter die Zimmerdecke auf, wo es dunkel ist. »Du Lump«, schreit der eine Räuber, »schon wieder ist das Gas weg.« »Ich war nicht an der Gasflasche«, sagt der andere Räuber, »ich habe mit dem Meißel zu tun. Vielleicht ist kein Druck mehr in der Flasche.« »Genügend Druck, ich habe die Flasche selbst gefüllt.« Sobald der Räuber die Flamme des Schneidbrenners wieder angezündet hat, dreht Birne die Ventile erneut ab. Jetzt bekommen beide Räuber eine Wut. Sie schlagen aufeinander ein, der eine hat schon eine blutige Nase und der andere hinkt, weil die Gasflasche auf seinen Fuß gefallen ist. Birne schaltet die Taschenlampe, mit der die Räuber Licht gemacht haben, aus. Sie sehen nichts mehr, dann blinkt sie, sodass die Räuber Angst bekommen. Außerdem ist der Vogel aus Neugierde ins Zimmer geflogen und umkreist zusammen mit Birne die beiden Räuber. Die Räuber glauben, das ganze Zimmer sei voll Polizei. Um sich schlagend stürzen sie nebeneinander aus der Tür, sie stoßen mit den Köpfen gegen den Türrahmen,
Birne zündet den Schneidbrenner wieder an und steigt mit ihm zur Zimmerdecke hoch. Die Flammen schlagen durch den ganzen Raum. Vor Schreck machen die Räuber einen Satz durchs Fenster, dass die Scherben nach allen Seiten fliegen. Einer der Räuber hat, als er durch das Fenster sprang, nicht die Hände vor sein Gesicht gehalten. Er blutet und schreit. Birne fliegt ihm nach und will ihm ein Pflaster vor die Wunde kleben, doch der Räuber springt immer wieder davon. Du brauchst keine Angst zu haben. Lass dich verbinden, sonst verblutest du. Ich bin ein Räuber, sagt der Räuber. Jeder schießt, wenn er mich sieht. Ich nicht. Ich hab dich nur erschreckt. Warum wolltest du stehlen? Weil ich Hunger habe, sagt der Räuber. Im Garten liegt eine alte Autobatterie. Nimm sie mit und verkauf sie morgen bei einem Händler für gebrauchte Autos. Ich soll eine Batterie stehlen, sagt der Räuber, dass du es dann der Polizei erzählen kannst. Ich sage nichts. Wer Hunger hat, darf ein bisschen stehlen. Er muss nur sagen, weshalb er es tut. Vielen Dank, sagt der Räuber, ich nehme die Batterie. Birne leuchtet dem Räuber noch bis zur Straße, damit er nicht stolpert und hinfällt, sonst würde die Batterie auslaufen und wäre nichts mehr wert. Ich nehme mir Kirschen und Beeren aus den Gärten, ohne zu fragen, sagt der Vogel. Vögel dürfen alles. Sie dürfen auch auf Hüte kacken. Ich habe noch nie getroffen, sagt der Vogel. Höchste Zeit, dass du es lernst. Und deinen Kindern musst du es auch beibringen. Kannst du es, fragt der Vogel. Sogar bei Nacht. Sie steigt in die Höhe und lässt einem Polizisten, der gerade Streife geht, ein klein wenig leuchtende Birnenkacke auf die Mütze fallen. Der Polizist blickt verwundert nach oben und glaubt, es regne feurige Tropfen. Fabelhaft, sagt der Vogel, als beide wieder im Baum sitzen. Ich werde gleich morgen zu üben beginnen.